Ich kann immer. Ja, das war schon eine Aufnahme. Ja, willkommen zurück damit. Oh Mann. Ja, Ja, tut noch. mir leid, also Skype wieder bei meinem und deinem super Internet so langsam. Ja, ist egal, ist egal. Bei mir ist noch nicht mal auf Aufnahme gedrückt, tut mir leid. Warum schaue ich eigentlich immer noch? Oh, ich schaue schon wieder nach, ob die Pokémon geheilt sind. Habe ich doch erst im letzten Part am Ende gemacht. Ja, wir machen in dem Part hier die Arena. Wie heißt denn der nochmal? Sumpforden? Nee, Moment, das war der andere. Koga. Seelenorden Also Koga ist der heißt. Leiter und Seelenorden. Ich glaube schon. Okay. Was irgendwie komisch ist, in der Gift-Arena Seelenorden und Psycho-Pokémon und in der Psycho-Arena. Naja, egal. Aber verdammt, wen habe ich denn. Ja, Oh, ist der Seelenorden, hast recht. Level 38. Oh, und ich habe Nocturne vorne. Ist nicht so das Schlauste. Hier kann ich schon wieder Aquana im Prinzip verleveln bei dem Psycho-Pokémon. Aber das ist schon so weit voraus. Okay, und jetzt kannst du mich eigentlich gut verstehen? Ja. Siehst du gerade nichts mehr, oder wie? Ja, weil jetzt kommt das Internet so an und wird so fies zu mir. Ja, zwei Holzleitungen ergeben eine Baumleitung. Hat das Sinn gemacht? Ich glaube nicht. Damit will ich sagen, wir haben beide eine schlechte Internetleitung und dann, ja. Ist das nicht so das Wahre mit der Gar nicht sogar. Bildschirmübertragung? Jongleur Ja, jetzt bin Nahtag. ich halt gearscht. So, und da ist auch aus Skype geflogen. Glaube ich zumindest. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich mach mal einen ganz kurzen Cut. Neues. So, weiter geht's. Nocturne, nee. Gegen Psycho-Pokémon nicht so ganz. Ich hoffe, jetzt Ja, ist das. nicht. Ja, sag, was auch immer du wolltest. Wollte sagen, nee, ist nicht ganz optimal. Ja, es könnte sein, dass jetzt irgendwie der Ingame-Sound ein bisschen leise ist, weil ich höre den gerade irgendwie kaum noch, aber. Es liegt ja daran, wenn man mit Skype anruft neu, dann tut es der PC immer leiser machen. Also das ist bei mir. Ich weiß auch nicht wieso. Also ist er dann auch wirklich leiser in der Aufnahme jetzt, oder? Das ist jetzt die Frage. Könnte beides sein. Naja, egal, wir werden es ja sehen. Selbst wenn nicht so spannend toll ist der jetzt auch nicht. Nee. Boah, vor allem wenn ich mich da zurückerinnere, dass ich früher mal auf 150% gespielt habe, also ein bisschen höherer Geschwindigkeit, wie da immer die Musik abging. Da Ja, ist konnte schon cool. vor allem im Rocket-Lager, wenn das irgendwie so eine Musik mit so Musik da hellen ist. Tönen ist, genau. Oder Lavandia. Oh Gott, ey. Hier sind eigentlich so unsichtbare Wände, also ich kann nicht überall durchlaufen, aber irgendwie die unsichtbaren Wände sind doch irgendwie sichtbar. Mit solchen. Vielleicht seht ihr das ab und zu, dass hier so weiße Pixel noch sind und ja, ne? Da kann man dann nicht Das habe ich durchlaufen. mir auch schon immer gedacht. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Naja, das ist gewollt nicht ist. annähernd so schlimm. Nicht annähernd so schlimm wie die Arena von Major Bob. Ah ja, Major Bob die. ist schlimm. Ja, das ist echt schlimm mit dem blöden Rätsel. Da kann man echt ewig dran sitzen. Ach, ich bin so blöd und lass immer Vor allem, Nocturne weil ich vorne. früher nicht gewusst habe. Weil ich früher nicht gewusst habe, dass sie nebeneinander sind, diese beiden Schalter. Ach so, ja, aber das sagt einem der eine Typ ja eigentlich. Also, wenn man den anredet, das sind natürlich die Voraussetzungen dafür. So ein Vortrainer oder sowas. Oh Mann, oh Mann. Ach, Mit was hast du eigentlich vor, hier vorzugehen? gegen Arena-Leiter, ich weiß gerade gar nicht. Ich weiß nicht, irgendwas. Wahrscheinlich mit Aquana. Naja, mit Aqua. Oder welche Pokémon Ist eigentlich hatte nicht so bei Gift. der? Ach so, bei Gift. Was denn auf Gift ist Psycho? Ja, dann. Am Anfang denke ich mit Omot. Oh, ma. Fail. Da fliegt er wieder raus, juhu.
Ist ein bisschen failig jetzt, das tut mir leid, aber Internet, ne? Es könnte sein, dass es an meinem liegt, dann tut mir das erst recht leid. Aber vielleicht liegt es auch an seinem, dann tut es mir auch leid. Ja. Ich mache dann nochmal einen ganz kurzen Cut, wenn wir die EP bekommen haben. So, Jongleur Chuck. Hui. Ja, du hast verloren. Gegen Chuck Norris haben wir hier gewonnen. Das gibt's doch gar nicht. Und ja, bis gleich. Wahrscheinlich. So, ja. Wieder willkommen zurück. Ich habe mich jetzt mit ihm geeinigt gerade, dass, ja, er jetzt beim Rest des Parts nicht mehr dabei ist, da die Internetverbindung fehlt, wenn Bildschirmübertragung an ist, weil zwei schlechte Internets vertragen sich halt nicht so gut. Und im letzten Part hat es komischerweise noch funktioniert, aber, ja, sind wir mal froh drüber. Und, ja, deswegen haben wir uns gedacht, das macht jetzt nicht so viel Sinn, wenn er das Bild nicht sieht und, ja, deswegen, wird der Part jetzt alleine vollendet. Oh mein Gott, das ist irgendwie voll die Umstellung, wenn man auf einmal wieder so alleine kommentieren muss. Das ist irgendwie total anders. Da denkt man irgendwie, man muss was sagen. Ja. Weil irgendwie ist es ein bisschen chilliger zu Gathers, weil da kann dann der andere mal irgendwas noch mit einbringen und man muss nicht die ganze Zeit dauerlabern. Ach verdammt, hier hätten wir vielleicht ein bisschen besser gebrauchen können. Wie heißt das nochmal? Eishieb oder so? Was wir im letzten Part haben wir verlernen lassen. Denn ich glaube, das ist Boden. Gegen Boden sollte Eis relativ effektiv sein, aber egal. Ich werde jetzt einfach mal versuchen, Arbok Level 33 mit Nocturne irgendwie down zu bekommen. Ja, solange es nur Giftstachel einsetzt, sollte das jetzt nicht so das Problem sein. Aber ich habe so ein bisschen Schiss davor, dass dann irgendwie so eine Draufhau-Attacke kommt, die mich dann total vernichten wird. Giftblick, was waren das nochmal? Ah ja, Giftblick paralysiert, das ist natürlich logisch, das sollte jeder wissen. Ja, dadurch ist er jetzt auch schneller durch die Paralyse und jawohl, ich greife an. Gut gemacht. Da hast du dir hier Level 39 redlich verdient. So. Sandama, da wechsle ich dann wieder, weil Paralyse und so, das macht nicht so viel Sinn. Ja, ist egal, brauchen wir einfach nur ein bisschen drauf zu hauen. Da wäre Aquana natürlich auch ein bisschen besser, aber das ist einfach so viele Level voraus. Das ist nicht gut. Und jetzt darf auch noch der Joker ein paar Level bekommen. Er bekommt Erfahrungspunkte dafür, dass er bei mir mitkommentiert hat. Das ist ja ganz logisch. So, noch ein Arbok. Yay. Ich weiß nicht, soll ich in Pokémon Center gehen wegen Nocturne, aber ich meine wegen dem einen Pokémon. Lohnt sich das jetzt noch nicht? Ich denke, vor dem Arena-Leiter werde ich das noch machen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Vortrainer hier noch kommen. Aber sollten schon noch 2, 3 sein. Drei, zwei, 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 drei, drei. Das sieht doch ganz gut aus. Schlitzer, okay. Ist eine Attacke, die eigentlich ganz cool ist, finde ich. Aber da sie nur 70 Stärke hat, werde ich das mal nicht erlernen lassen. Aber eigentlich mag ich die. So grundsätzlich. Ist halt so eine normale Attacke, die aber jetzt gar nicht so schwach ist. Nein. Ja. Ey, das hasse ich. Ich klicke immer auf das Falsche. Wenn man auf Nein klicken sollte, um es nicht zu erlernen, klicke ich auf Ja und andersrum. Das ist echt nervig. So, wo kommt man denn hier durch? Ich glaube, ja, hier. Ja, so viel dazu. Man sieht die Umrandung ja voll. Ich laufe die ganze Zeit gegen. Koga ist der Nachfahre einer Reihe legendärer Ninja-Kämpfer. Wer sind deine Vorfahren? Meine Vorfahren sind... keine Ahnung. Ne? Ich hab doch sicherlich. Ja, das war mir irgendwie klar, dass ich Nocturne vorne habe. Ich bin einfach zu inkompetent, den einmal auszuwechseln. Das gibt's doch nicht. Pum. Kopfnuss. Ja, okay, das hat ja irgendwie nichts abgezogen. Aber ich beschwere mich mal nicht. Nicht, dass der mir hier noch mit irgendwas Bösem kommt. Ach ja, was mich gerade daran erinnert.
Ich hatte ja mal irgendwas gesagt von irgendeiner fiesen Attacke in der Psycho-Arena, die einem in den Tod reißt oder so. Die bei Wolo zugeschlagen hatte bei seinem LP, als er das noch gemacht hatte. Von der habe ich zum Glück ja nichts mitbekommen. Da bin ich auch froh drum. So, der wird wahrscheinlich auch Kopfnuss. Nein, Konfusion. Fängt aber auch mit K an. Und oh, geht's weiter. Ja, da war ich gar nicht so falsch. Wehe, du bist jetzt. Wehe, du verletzt dich selber. Wehe. Danke. Das ist gut. Level 47, ey. Den müssen wir echt. Na, okay, auf den Wasserroute. Es kommt jetzt eine Wasserroute. Oder zwei Wasserrouten, glaube ich sogar. Da können wir ihn hier eh nicht gebrauchen. Säurepanzer. Ich glaube, das ist etwas, was die Verteidigung stark erhöht. Verflüssigt Körperzellen des Anwenders erhöht die Verteidigung. Ja, ich glaube, das erhöht auch relativ stark, aber. Nein. Ich lasse es mal. Jo. Jongleur Reinhardt. Ja, ich, ne? Jongliere ja auch, aber bei dem Wetter, was hier zurzeit abgeht, ist das nicht so toll. Was aber. Ja, ich habe Nocturne wieder nicht ausgewechselt. Ich bin so schlau. Ja. Es nieselt hier gerade so vor sich hin. Man könnte das schon fast als Nebel durchgehen lassen. Bloß, dass die Tropfen gerade noch so nach unten fallen. Falls ihr jetzt versteht, was ich meine. Es sind halt. Es ist Regen mit Mini-Mini-Winnie-Tröpfchen, ne? Habt ihr gecheckt? Glaube ich. Sandama wird uns vielleicht Schlitzer präsentieren, weil das kann es normalerweise auch. Nein, schade. Dann hätte ich euch das tatsächlich noch zeigen können. Ach, das ist so komisch, wenn man jetzt so ein Level 43 Pokémon hat und dann sieht, dass da eine Attacke gar nicht ausgefüllt ist. Also ein Attackenfeld-Ding. Ja, ihr wisst, was ich meine. Sag mal, ich bin. Hä? Ich bin doch auf Skype jetzt offline gegangen. Warum wird mir da dann eine Nachricht angezeigt? Ja, da verstehe jemand den Sinn. Ein Dompteur ist es ja, oha. Im Zirkus war ich auch ewig nicht mehr. Ich glaube, das letzte Mal war, als ich irgendwie noch voll klein war. Und meine Mutter hatte dann gemeint, dass ich voll Angst vor dem Clown hatte und da, ja, geweint habe. Weil, aber ganz ehrlich, in irgendwie so Horrorfilmen oder so sind die Clowns immer die fiesesten. Oder nehmen wir mal den Joker, wenn wir schon mit Joker zockt gerade so halb im Part waren. Der ist ja, na okay, er ist jetzt nicht wirklich ein Clown, aber so ähnlich und auch etwas unheimlich, könnte man so sagen. So. Pokémon Center, Hallihallo, ich komme auch mal wieder vorbei. Zum zigtausendsten Mal. Wir können dann auch noch, ich sehe nämlich gerade, der Part geht erst 13 Minuten. Und ja, der Bossfight wird jetzt, denke ich, auch nicht allzu lange, allzu viel Zeit in Anspruch nehmen. Dann könnten wir. Nein, ich will nicht nochmal. Dann könnten wir im Prinzip auch noch ein paar Sachen verkaufen, weil in der Safari-Zone gab es ja. Ah, Moment. Ich könnte ja mal gucken, was jetzt die hier Dingens war, ne? Ihr habt keine Ahnung, wovon ich rede, aber ich weiß es gleich. Flinkklaue, genau. Was können wir denn. Wir können. Den Top-Beleber können wir verkaufen, nachher. Flinkklaue, ein Item, das einem Pokémon zum Tragen gegeben werden kann, es erhebt die Erstschlagsquote. Ich meine, wir können sie einfach. Ja, dann halt geben. Wir können sie einfach mal einem Pokémon geben. Ich meine. Wer ist denn. Wer ist denn. Gib's einfach mal ihm hier, oder hat der schon was? Nee, okay. Weil ich glaube, ein Pokémon kann nur ein Item tragen. Wäre ja auch irgendwie voll extrem, wenn nicht. So. Habe ich jetzt die Pokémon geheilt? Ich glaube schon. Wen wollte ich nochmal nach vorne tun? Es war hier, oder? Ich glaube schon. Ich könnte auch. Ja, entweder Kadabra oder Rosenblüte. Für die Psycho-Pokémon. Quatsch, nicht für die Psycho-Pokémon, für die Gift-Pokémon natürlich. Meine Güte, ich bin so schlau, ey. Das glaubst du mir nicht. Wo kann man denn hier durch? Ah ja, hier. Wow. Koga. Ha. Ein Kind fordert einen Ninja-Meister zum Kampf heraus? Wie du willst. Erlebe eine Welt des Schreckens, bevor ich dich besiege. Ah. Quatsch, nicht A, sondern an meinen Schlaf- und Giftattacken sollst du verzweifeln. Schlaf- und
Gift hört sich ziemlich schade an. Und ja. Wenn das Viech dann Komplimator noch kann, so ein Giftgedöns, dann ist sowieso schon aus. Aber mit Smogon sollten wir noch gerade so klarkommen. Auch mit Psychstrahl. Mir fällt gerade ein, dass das Teil hier ja gar nicht Psychokinese kann. Im Gegensatz zu Kadabra. Deswegen werde ich jetzt auch einfach mal Kadabra da einsetzen, weil Psychokinese einfach noch einen dicken mehr reinhauen wird. Und dann schaffen wir es vielleicht sogar One-Hit. Glaube ich aber nicht. Weil Schleimock hat schon eine ganz gute Verteidigung. Und dann auch auf Level 43. So, jetzt erstmal angreifen. Und dann wird das Viech bestimmt Komprimator oder Schlammbombe. Nee, Schlammbombe heißt nicht, Schlammbad. Oder er sitzt... Ja, Komprimator, ey. Fick dich einfach nur. So, jetzt wird er sowieso eine Top-Genesung einsetzen. Oder, nee, einen Hypertrank sogar. Nur. Haha. Ja, und jetzt werde ich wahrscheinlich nicht treffen. Wer hätte das gedacht? Es ist ja... Oh, wenn ich getroffen hätte, dann hätte es ja sein können, dass ich ihn direkt besiegt hätte. Und das darf nicht sein. Nee, das darf nicht sein. So, Komprimator setze nochmal ein. Das bedeutet, das nächste Mal werde ich... Moment, wir schließen eine Wette ab. Ich wette, ich treffe jetzt sogar. Ach, komm, noch nicht Übertrank, ey. Wie viel hat der denn? Naja, es ist gar nicht so schlimm. Ja, okay. So viel zu... Ja, jetzt treffe ich mal. Jetzt trifft er aber. 2x6... Der setzt 2x dieses scheiß Komprimator ein. Und, ja, schwer vergiftet. Danke auch. Es macht Spaß. Toxin ist ziemlich kacke. Denn die Vergiftung wird jede Runde um einiges stärker. Im Gegensatz zur Vorrunde. Aber ich würde hier doch noch ganz gerne den hier fertig machen. Wenn der so verbunden wäre und drauf gehen würde mal. Ach, Toxin ist jetzt ziemlich blöd. Komm schon. Ach. Ah! Mann. Schlammbad. Scheiße, vielleicht sollte ich ein bisschen aufpassen. Ja, nur ein bisschen aufpassen. Alter. Scheiße. Okay. Dann können wir Coco bei ins Team nehmen. Juhu! Es war mir so klar, dass mir dieser scheiß Komprimator noch irgendwann das Genick brechen wird. Das war mir so klar, ja. Und wenn er jetzt auch noch Rosenblüte hier down macht, dann... Nee. Das kommt gar nicht in die Tüte. Ist nicht sehr effektiv, ja. Ja, das weiß ich. Tötet er einfach mein cooles Kadabra? Meinen treuen Begleiter seit Route 5 oder so. Seit nach dem Mondberg. Jetzt ist doch das allerletzte. Es ist doch das allerletzte, Koga. Ich schlag dir in die Fresse, wenn du mir nicht den. Wenn du mir den Orden gibst, ja. Den kannst du ja in den Arsch schieben. Verdammt, das regt mich gerade ein bisschen auf. Weil das hätte nicht sein müssen. Vor allem, dass die Vergiftung, ja. Ja, okay. Es war Toxin. Hätte ich mir eigentlich denken können. Bei... Oh, shit. Wehe dem Smogmog. Wehe, jetzt kommt Finale oder so eine Scheiße. Wehe, ey. Wenn das Viech Finale einsetzt und mich das tötet, dann hört er aber einen Schrei. Okay. Okay, das ist noch schlimmer. Rauchwolke ist mindestens genauso schlimm. Aber es trifft. Danke, Rosenblüte. Hast du super gemacht. Ja. Dafür will ich Schmerzengeld haben. Ja, du hast jemanden umgebracht. Ja, da... Schmerzengeld sollte da relativ viel sein. Nun, da der Träger des Seelenhorns bist, wird dir die Abwehr deiner Pokémon steigen. Ja, fick dich. Surfer dürfen wir jetzt auch einsetzen. TM06, das ist Toxin. Und, boah, ganz ehrlich... Ja, ist irgendeine so eine Kampftaktik von vor 400 Jahren oder so. Ist mir vollkommen egal. Ich mag dich nicht mehr. Ja, Toxin könnten wir vielleicht jemandem beibringen. Werde ich mal schauen. Ja, stimmt. Das könnte sogar Omot gar nicht so schlecht bekommen.
Ach nee, hier ist es ja gar nicht. So, öffnen. Toxin. Hier haben wir's. 85 Genauigkeit nur. Lollipoppy vergiftet den Gegner mit einem potenten Toxin. Oh, das kann sogar jeder lernen. Aber ich werde es trotzdem hier beibringen. Ja. So, statt was denn? Statt Blutsauger dann eben. Ist zwar eine Käferattacke, ist zwar Step drauf, aber trotzdem. 20 Stärke kann man einfach nicht gebrauchen. Vielleicht erlernt das Viech hier. Gab's Käfer bisher schon in der Dingens-Edition, Generation, wie auch immer? Ich weiß ja nicht. TMs kaufen könnte ich auch ein paar, die man nicht mehr braucht. So. Dann werde ich mal noch ganz schnell hier ablegen. Ach, dass ich das noch machen muss. Und das in der Mitte des Spiels. Ich hätte gedacht, am Anfang führt es zu großen Problemen, dass da welche sterben werden. Ist ja auch geschehen. Und am Ende, aber in der Mitte eher weniger. Denn, ja, da wird man eigentlich ganz gut gelevelt immer, aber nicht gut genug. Level 43, ey. Und vor allem, andere Pokémon konnten jetzt die Level oder halt die Erfahrungspunkte von ihm natürlich nicht bekommen. Was ein bisschen doof ist. Oh, da habe ich mich gerade voll erschreckt, weil. Nein, will ich nicht. Weil hinten dran das Fenster vom letzten Part aufgegangen ist. Dass das jetzt fertig gerendert hat. So, Pokémon nehmen. Ja, will ich. Und zwar Owei. Ah, verdammt. Ich muss mir nochmal den letzten Part anschauen, weil. Joker hatte dann noch. Oder. Ach, ich nenne ihn jetzt Marvin. Meine Güte. Hatte da noch was gesagt von wegen, dass man das vielleicht nicht direkt. Ach, ich weiß es nicht mehr, ich habe da gerade nicht zugehört. Tut mir leid, ich habe ihm nicht zugehört. Ja, ist halt so. Dass man das irgendwie erst später entwickeln sollte mit Blattstein. Dass dann noch ein paar coole Attacken erlernt, die Kokowai nicht erlernen könnte. Naja, wie dem auch sei, ich hoffe, dass euch der Part gefallen hat, auch wenn es am Anfang ein bisschen fail war. Aber kann man nichts machen. Tut mir nochmal leid an dich, Marvin, aber. Ja, ist halt so. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Bis dann, Leute, und tschüss.